Wenn ich zurückdenke, dann hatte ich schon in meiner Kindheit Eingebungen und Visionen, die ich aber noch nicht zuordnen konnte. Ich wusste schon von Kindheit an, dass ich Dinge wahrnehmen kann, die für andere Menschen noch im Verborgenen liegen. Da mein Leben als Findelkind begann, verbrachte ich viel Zeit mit der Suche nach meiner eigenen Identität. Verschiedene Situationen in meinem Leben ließen mich erkennen, dass ich oft keinen Kontakt zu meiner Seele spürte. So kam es, dass ich im Alter von 16 Jahren intensiv mit den Engeln, den aufgestiegenen Meistern und dem Kartenlegen mich beschäftigte. Ich legte für Bekannte und Freunde die Karten und es stellte sich heraus, dass sich die Situationen bewahrheiteten, die ich ihnen mitteilte. Was mir immer am wichtigsten ist, dass die Menschen, die meine Beratung in Anspruch nehmen, gestärkt weitergehen können und es ihnen besser geht. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit den Rider-Waite-Tarot-Karten und Lenormand-Karten. Sie geben mir einen sehr treffsicheren Überblick der Situation und sagen mir auch, was man tun kann und was man vermeiden sollte, um ans Ziel zu gelangen. Mit den Lenormand- und Tarot-Karten lese ich wie in einem Buch. Sie geben mir eine Momentaufnahme der Lebenssituation. Man kann sich das vorstellen wie ein Foto. Ich kann Situationen, Personen und Zukunftstendenzen sehr gut erkennen und auch eine klare Prognose treffen, wie es zukünftig weitergehen wird. Meine Begegnung mit Marilu Sanchez, die mir die Akasha-Chronik erstellte, brachte dann den Stein ins Rollen. Sie steht mir bis heute als spirituelle Lehrerin zur Seite. Die Liebe und die Finanzen, die Arbeitssituation sowie auch persönliche Konfliktsituationen, die es zu meistern gilt. Ich hatte mal eine Klientin, die ihren Beruf zwar über alles liebt, die aber unheimlich menschenscheu ist und sich nur schwer in Gruppen integrieren konnte. Mit ihr spielte ich verschiedene Situationen durch, die ihr mit ihren Kollegen schwer fielen, und sie wurde von Mal zu Mal gestärkter und sicherer in dem Umgang mit ihren Kollegen. Durch meine eigenen, gelebten Erfahrungen bin ich besonders offen für die jeweilige Lebenssituation meiner Kunden. Bei mir gibt es eine ehrliche, zukunftsweisende Beratung aus dem Herzen heraus und auch immer sehr realitätsnah. Falsche Realitäten und Luftschlösser gibt es bei mir nicht. Ich gehe sehr verantwortungsvoll mit dem Anliegen und Vertrauen meiner Klienten um und kein Thema ist mir fremd. Es gibt immer Lösungen, wenn man nur den Mut aufbringt, sich seine Schwierigkeiten anzuschauen und sie anzugehen. Ich habe Respekt vor allen lebenden und nicht mehr lebenden Menschen, die niemals aufgegeben haben und ihr Leben als ihre eigene Meisterschaft sehen. Glück ist für mich der höchste Zustand, den ein Mensch für sich erfahren darf. Dieser eine Moment, wo die Zeit stillsteht und man das Hier und Jetzt in vollen Zügen genießen kann. Meine Aufgabe als Lebensbegleiter sehe ich darin, den Menschen einen neuen Blickwinkel der Situation aufzuzeigen, Lösungen zu kreieren und vor allem eine Portion Stärke auf den Lebensweg mitzugeben.